Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Präsentation der Konjunkturprognose. Ich darf von den Rednern begrüßen die beiden Direktoren der Institute vom WIFO, Gabriel Faebermeier und vom IHS, Klaus Neusser, und die Prognoseverantwortlichen Marco Scheiblecker und Helmut Hofer. Und ich übergebe gleich das Wort an unseren Direktor, an den Gabriel Faebermeier. Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch von mir ein herzliches Willkommen am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Lieber Herr Kollege Neusser, schön, dass wir wieder gemeinsam die Prognosen präsentieren dürfen. Oberflächlich sieht die Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts im März 2023 sehr ähnlich aus wie die Prognose aus dem Dezember. Für das laufende Jahr 2023 erwartet das WIFO ein Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes um 0,3% und im nächsten Jahr 2024 dann eine deutliche Erholung und ein Wachstum von 1,8%. Das sind genau dieselben Zahlen wie die, die wir im Dezember präsentiert haben. Unter der Oberfläche gibt es natürlich Veränderungen, aber das Bild, das wir im Herbst letzten Jahres schon gesehen haben, nämlich das einer deutlichen Wachstumseintrübung aktuell, aber dann einer Verbesserung im Jahr 2024, schon beginnend im zweiten Halbjahr 2023, dieses Bild hat sich verfestigt. Das dritte Quartal letzten Jahres und das vierte, das waren schwache Quartale, de facto mit einer Stagnation. Das erste Quartal 2023 jetzt dürfte eine leichte Schrumpfung des BIP immer zum Vorquartal gerechnet mit sich bringen. Stagnation noch einmal im zweiten Quartal 2023, aber dann eine deutliche Belebung. Dieses Konjunkturbild passt gut in die internationale Lage. Die Eurozonenländer werden insgesamt ein klein wenig stärker wachsen als Österreich, aber da sehen wir keine sehr großen Unterschiede. Deutschland und auch die mittel- und osteuropäischen Länder werden etwas schwächer wachsen als Österreich. Die USA, trotz der Fragilitäten, die sich jetzt im Finanzmarkt zeigen, vermeidet ein hartes Landen in der Konjunktur, trotz der höheren Zinsen auch. Die Dynamik in den USA dürfte wieder anziehen, nachdem sie im vergangenen Jahr schlecht war. China hat ja 2023 ein Bild geliefert, das sehr ungewöhnlich war, nämlich schwachen Wachstums, Schrumpfung in einem Quartal sogar. In einem Vierteljahrhundert war nicht der Fall, dass Österreich deutlich stärker über das Jahr wachsen konnte als China. Aber auch China wird im laufenden Jahr und dann auch im nächsten wieder verlässlicher zur Weltkonjunktur beitragen und den Aufschwung in Österreich mit anschieben. Aber 1,8% sind weit von den Zahlen entfernt, die wir 2022 hatten. Erinnern Sie sich, 5% oder 2021 4,7%. Im Vergleich zur Winterprognose sind wir jetzt doch deutlich entspannter, was die Lage auf den Energiemärkten angeht. Die Gaspreise haben sich nach den absurden Höhen im Sommer 2022 ja doch deutlich normalisiert. Eine Megawattstunde Gas kostet aktuell um die 40 Euro. Das ist nicht mehr viel höher, ne? 35% höher als der langjährige Durchschnitt, aber wir sind weit entfernt von den 340 Euro, die wir im August des letzten Jahres hatten. Auch beim Ölmarkt hat sich die Sache deutlich entspannt. Der Euro hat sich wieder erholt. Das macht die ja in Dollar gerechneten Rohstoffe und Energiepreise in Österreich wieder etwas günstiger. Die Terms of Trade, das Verhältnis der Exportpreise zu den Importpreisen, dürfte sich jetzt auch wieder verbessern. Jetzt schon im Jahr 23 und 24 dann auch. Diese Terms of Trade sind im Jahr 21 und 22 ganz dramatisch eingebrochen und haben die Inflation mit angetrieben. Aber neben der Entspannung bei den Energiepreisen sind wir deutlich weniger entspannt, was die Inflation angeht. Da haben wir mit sehr viel mehr Persistenz zu kämpfen. Das bedeutet aber auch, dass die Geldpolitik schneller und stärker straffen muss.
höhere Zinsen drücken dann auf das Wachstum. Also dann eben einerseits die Belebung, niedrigere Energiepreise, andererseits die höheren Zinsen, die das Wachstum dämpfen. Und heraus kommt dann in Summe ein Bild, das sehr ähnlich aussieht wie das vom Winter. Wie gesagt, die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ist nach wie vor die Inflation. Die Preisdynamik ist viel zu hoch. Im Jahresdurchschnitt 2023 rechnen wir mit einer Inflationsrate von 7,1% in Österreich. Das ist fast viermal so hoch als der Zielwert, den sich die Geldpolitik gesetzt hat. Es ist auch deutlich höher als der Wert, den Deutschland sieht. Unser Partnerinstitut IFO prognostiziert 6,1% für Deutschland, bei uns einen ganzen Prozentpunkt mehr. Die Europäische Zentralbank prognostiziert für die Eurozone insgesamt eine Inflationsrate von 5,3%. Da liegen wir in Österreich um 2 Prozentpunkte darüber. Das ist ein Thema, über das wir uns politisch Gedanken machen müssen. Die hohe Preisdynamik, die wir da weiter noch sehen, eben die 7,1% dieses Jahres, die kommen nicht mehr von den Energiepreisen. Wie gesagt, die normalisieren sich. Jetzt hat sich die Inflation in die sogenannte Kerninflation übertragen. Und diese Übertragung hat zu einer persistenteren Inflation bei uns geführt, als das in anderen Ländern der Fall ist. Das kommt auch durch die in Österreich sehr stark praktizierte implizite oder explizite Orientierung vieler Preise und Einkommen an der Inflation der letzten 12 Monate. War die Inflation in den letzten 12 Monaten hoch, dann produziert das automatisch weitere Inflation, die sich an den letzten hohen Werten orientiert. Das macht mir Sorgen, weil eine hohe Inflation zu Verteilungskämpfen führt, weil sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet, weil sie Polarisierung fördert. Und auch, wenn unsere Inflationsrate längerfristig über der Rate Deutschlands liegt oder der Eurozone, dann bedeutet das zwangsläufig auch Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Das kostet wiederum Wachstum. Also es ist nicht egal, dass wir mehr Inflation haben als die anderen Länder und auch die Höhe ist wirklich zu hoch. Man fühlt sich teilweise erinnert an die Konsequenzen der Euro-Einführung in manchen südeuropäischen Ländern, wo auch das Preisniveau dort über Jahre dann dynamischer gewachsen ist als im nordeuropäischen Bereich. Und die Konsequenzen sind uns bekannt. Deswegen ist jetzt der Moment, dass die Regierung einschwenken muss auf einen Stabilisierungskurs. Jetzt ist die Stunde der Sozialpartner, um auf Mäßigung bei der Preis- und Lohnentwicklung hinzuwirken. Die Geldpolitik der EZB wird es für Österreich nicht retten können, weil sich die Geldpolitik der EZB natürlich auf den Durchschnitt der Inflationsraten im Euroraum bezieht und der ist um 2 Prozentpunkte kleiner als Österreich. Das heißt, wir müssen uns hier auch in Österreich Gedanken machen, was wir tun können, um die Inflation einzudämmen. Die Geldpolitik stößt auch zunehmend an ihre Grenzen. Wir erwarten schon noch weitere Zinsschritte, aber wir haben ja jetzt auch deutlich gesehen, höhere Zinsen produzieren Fragilität auf den Finanzmärkten. Einfach auch deswegen, weil wir gewaltige Mengen an ausstehenden Wertpapieren haben, die fast keine Verzinsung tragen. Wenn die Zinsen steigen, dann treibt das die Kurse nach unten. Und wer Notverkäufe machen muss, der wird dann wird bei diesen Zinspapieren die Wertverminderung realisieren müssen. Und das sieht man dann in den Bankbilanzen. Außerdem steigt die Gefahr von Verwerfungen im Immobiliensektor und insgesamt durch höhere Zinsen das Risiko einer Rezession. Darum muss die heimische Politik jetzt umschalten von einer Politik der Bewältigung der Teuerungsfolgen hin zu einer Politik der Teuerungsbekämpfung. Was das Budget des Finanzministers angeht, da sind wir relativ entspannt und können vorsichtig Entwarnung geben, aber der Finanzminister muss trotz der nicht ganz so schlechten Kassenlage auf die Bremse treten, damit nicht weitere Transfer- oder Subventionsprogramme die Teuerung ankurbeln. Im letzten Jahr wurden zum Beispiel Energiesteuern abgesenkt auf Strom und auf Gas. Das sollte zunächst so bleiben. Wenn man das wieder erhöht, wäre das ein Inflationsbeitrag. Die Gebietskörperschaften sollten dort, wo sie können, in ihren Bereichen die Preisentwicklung bremsen. Das können Sie zum Beispiel bei Gebühren, das können Sie auch bei Gemeindewohnungen tun. Ganz allgemein ist jetzt nicht die Zeit für Steuersenkungen, es sei denn, die sind ganz explizit und konkret inflationsdämpfend.
Jetzt wäre die Zeit, alles zu tun, was wir können, um den Wettbewerb zu beleben, zum Beispiel im Lebensmittelhandel oder im Energiebereich, weil da auch Preisdämpfung zu erwarten ist. Subventionen, die es jetzt im Kontext der Energiewende braucht, sollten jedenfalls maßvoll und zielgerichtet eingesetzt werden. Und dort, wo die Subventionen klimapolitisch kontraproduktiv sind, sollten sie zurückgefahren werden. Direkte Cash-Transfers müssen ein Ende finden. Und das ist nach unserer Prognose jetzt auch gut möglich, weil die Sozialleistungen und die Pensionen inflationsindiziert sind seit letztem Jahr, eben auch die Sozialleistungen, und weil die Lohnentwicklung die Inflationsentwicklung nachholen wird. Das kann sie deswegen tun, die Lohnentwicklung, weil es am Arbeitsmarkt eng bleibt. Wir gehen von einer weiter leicht sinkenden Arbeitslosenquote aus, obwohl wir kaum Wachstum haben im Jahr 2023, heuer 6,4% Wachstum nach heimischer Definition, im nächsten Jahr dann 6,1%. Die gute Lage am Arbeitsmarkt erlaubt aber auch hohe Nominallohnsteigerungen. Wir rechnen für das Jahr 2023 mit einer Steigerung der Nominallöhne um 8,1% und dann im Jahr 2024 noch einmal um 7,7%. Das sollten Werte sein, die über der Inflationsrate liegen. Das heißt auch, dass die Reallöhne zunehmen, nachdem sie im Jahr 2022 ganz massiv eingebrochen sind. Und die Abschaffung der kalten Progression heißt wiederum, dass diese höheren Nominallöhne nicht nur brutto mehr sind, sondern eben auch netto mehr sind. Was für die ArbeitnehmerInnen gut ist und was auch den Konsum belebt, hat natürlich Wirkungen auf die Lohnstückkosten. Da gehen wir davon aus, dass sie in der Industrie um circa 11% steigen werden, nicht? Und das wird die bis zuletzt gute Gewinnentwicklung in vielen Unternehmen dämpfen. Damit sich die Preisentwicklung stabilisiert, muss entweder das Wachstum der Nachfrage sinken oder wir brauchen ein deutlich stärkeres Wachstum des Angebots. Und es ist klar, was uns lieber wäre: Preisdämpfung durch Wachstum des Angebots. Das bedeutet Investitionen ermöglichen, das bedeutet Arbeitsangebot ausbauen, das bedeutet auch Protektionismus bekämpfen. Leider aber sehen wir zum Beispiel auf EU-Ebene Maßnahmen, die jetzt in Planung sind, die eher protektionistisch und dann eher noch zusätzlich preistreibend wirken würden. Und auch auf dem heimischen Arbeitsmarkt sieht es nicht nach Angebotsausweitung aus. Zwar ist es so, dass die Anzahl der unselbstständig Beschäftigten weiter steigt, in Köpfen gemessen um 0,8% im Jahr 2023 und im Jahr 2024 nochmal um 1,3%. Also die Köpfe, die in Beschäftigung sind, werden mehr. Aber das Arbeitszeitvolumen entwickelt sich anders. Das Volumen der geleisteten Arbeitsstunden liegt nach unserer Prognose im Jahr 2024 um 0,4% unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Die Nachfrage aber, die wird getrieben durch die Bevölkerungsentwicklung, und die Bevölkerungsentwicklung ist höchst dynamisch. Da liegen wir dann 2024 um 3,4% höher als im Jahr 2019. Wenn wir also um 0,5% weniger Arbeitsstunden am Markt haben, aber um 3,5% mehr Köpfe, sieht man, da entsteht eine gewaltige Spannung, die produziert weitere Knappheiten und auch weiter Preisdruck. Noch zwei weitere, weniger erfreuliche Beobachtungen. Es ist zwar so, dass sich die österreichische Volkswirtschaft von dem Doppelschlag aus Covid-19 und Teuerungskrise erholt, aber der sogenannte Realwert des BIP, das was im BIP an Kaufkraft drinsteckt, das bleibt auch im Jahr 2024 hinter dem normalen BIP, das wir sonst besprechen, zurück. 2024 wird der Realwert des BIP pro Kopf gerade erst mal am Wert liegen, den wir 2019 hatten. Also 5 Jahre dann in Folge ohne Wachstum der Pro-Kopf-Kaufkraft. Wenn man vergleicht, was wir vor 2019 an Wirtschaftsentwicklung in Österreich erwartet haben, was dann 2021, 2022 gekommen ist und was wir für 2023 und 2024 erwarten, dann sieht man, dass diese Doppelkrise, Covid-19 und Teuerung, im Jahr 2024 einen Verlust an realer Wertschöpfung in Preisen von 2019 produziert haben wird, in der Größenordnung von 78 Milliarden Euro. Das sind 8.600 Euro pro Kopf. Wenn also die Rede war immer wieder davon, dass diese Krisen uns ärmer machen,
Hier haben wir eine sehr deutliche Bestätigung, dass das der Fall ist. Und es geht nicht um Cent, sondern es geht um tausende Euro pro Kopf. Das lässt sich auch nicht durch kurzfristige wirtschaftspolitische Maßnahmen wegretuschieren. Was wir brauchen, ist jetzt eine neue Wachstumspolitik, die den neuen geopolitischen, klimapolitischen, demografischen Umständen Rechnung trägt. Und die zweite, eher nicht so tolle Nachricht, ja, die Treibhausgasemissionen sind 2023 gesunken um 4,8%, das ist ordentlich, auch mehr als wir erwartet haben, weil November und Dezember kaum Heiztage hatten, also da hat uns die überraschende Wärme geholfen, aber wir erwarten im Jahr 2023 kaum mehr einen Rückgang der Emissionen, auch 2024 nicht, immer unter der No-Policy-Change-Annahme. Und wenn wir dann auf das Jahr 2024 blicken, auf unsere Prognose und das vergleichen mit dem, was wir bräuchten bei einem linearen Abbaupfad, sodass sich 2040 null Emissionen ausgehen, merken wir, dass wir 2024 um etwa 24% bei den Emissionen über dem Niveau liegen, das wir eigentlich bräuchten. Wir entfernen uns also in Meilenschritten von der Verwirklichung des ambitionierten Null-Emissionsziels für 2040. Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen haben wir eine recht kontroverse Debatte auch gehabt über inflationstreibendes Preissetzungsverhalten der Unternehmen. Dazu und vielleicht auch zu anderen Themen wird der Prognoseverantwortliche des WIFO Markus Scheibelegger noch ein paar Worte sagen. Markus. Ja, vielen Dank. Vielleicht ein Wort zu den in der letzten Zeit diskutierten Betriebsüberschüssen, zu dem starken Anstieg der Betriebsüberschüsse in der österreichischen Wirtschaft. Wir haben uns das im historischen Vergleich angesehen und da ist das durchaus nichts Außergewöhnliches bei einem höheren Wirtschaftswachstum, wenn die Betriebsüberschüsse auch stark wachsen. Wir hatten in der Phase 2004 bis 2007 vier Jahre hintereinander einen so hohen Anstieg, wie wir es in den letzten zwei Jahren hatten. Also so gesehen nichts Besonderes. Noch dazu war damals die Inflationsrate wesentlich niedriger. Und die Inflationsrate ist sicherlich auch entscheidend, warum die Betriebsüberschüsse dann eben ausgeweitet werden müssen. Denn diese decken ja auch die Abschreibungen ab. Wenn ein Unternehmer sieht, dass die Kapitalgüter, also das Auto, das ersetzt werden muss, teurer und teurer wird, muss man natürlich mehr zurücklegen. Dann hat man natürlich mehr Anreiz, den Bruttobetriebsüberschuss ebenfalls zu erhöhen und auch der Teil, der für die Lebenshaltungskosten abfällt, auch der muss natürlich angepasst werden. Auch da möchte man wie bei den privaten Haushalten, wie bei den Lohneinkünften eine gewisse Entschädigung haben. Also wir sehen aus derzeitiger Sicht keine großen gesamtvolkswirtschaftlichen Verwerfungen diesbezüglich. In einigen Branchen, wie es der Herr Professor Felbermayr angesprochen hat, da ist wahrscheinlich der Wettbewerb wirklich sehr niedrig. Da gab es sicherlich überhöhte Betriebsüberschüsse, überhöhte Gewinne. Da gilt es natürlich, den Wettbewerb anzukurbeln. Ein letztes Wort noch zu den Krisen, zu den Risiken dieser Prognose. Die hat ebenfalls der Herr Professor Felbermayr schon angesprochen, was die Banken betrifft. Die hohe Inflation hat die Notenbanken dazu veranlasst, doch stark an der Zinsschraube zu drehen. Das hat auch dazu geführt, dass die in Konkurrenz stehenden Staatsanleihen ebenfalls nachgebessert haben müssen und die Kurse sind entsprechend gefallen. Wir sehen aber in unserer Prognose kein von den Banken ausgehendes Risiko über den Horizont bis 2024. Risiken sind immer schwer abzuschätzen. Wir haben die üblichen Risiken in unserer Prognose drinnen, die mit einem Prognoseprozess einhergehen. Das heißt, wir betrachten unsere Prognose weder als optimistisch noch als pessimistisch. Es gibt aber einige Risiken, die haben eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, hätten aber sehr große Wirkungen. Dazu gehört die Bankenkrise, wie wir es auch 2007-2008 gesehen haben. Ein weiteres Risiko ist, dass wir nach wie vor in der Umgebung kriegerische Auseinandersetzungen haben. Auch da gilt es wieder, wir können das schwer prognostizieren. Wir sind als technische Annahme davon ausgegangen, dass das so weiter kochen wird wie bisher, dass es aber nicht zu einer größeren Eskalation kommt, denn das hätte natürlich ebenfalls größere Auswirkungen auf unsere Prognose. Und damit bin ich auch schon wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit übergeben wir das Wort an das IHS. Herr Neusser. Ja, vielen Dank.
da vielleicht gleich vorausschicken, dass wir in der Einschätzung nicht sehr weit auseinander liegen. Auch die Zahlen sind sehr ähnlich, bis auf ein paar Details. Vielleicht können wir da noch später drauf eingehen. Ich möchte einfach noch mal ganz kurz die derzeitige wirtschaftliche Situation zusammenfassen. Wir haben hohe Inflationsraten, wir haben gestiegene Margen, Betriebsüberschüsse steigen, haben wir gerade gesehen. Sie verhalten sich eben prozyklisch. Wir haben eine überdurchschnittliche Auslastung in der Industrie. Wir haben steigende Zinsen, wir haben ein gutes Beschäftigungswachstum, wir haben niedrige Arbeitslosigkeit. Eigentlich alles Indikatoren dafür, dass wir uns eigentlich in einer guten Konjunkturphase befinden. Zwar ist das Wachstum stagniert, also wir haben eine Stagnation, aber wir sind auf einem sehr hohen Niveau. Und das sollte man nicht vergessen. Das Niveau ist gesunken, das hat Herr Felbermayr schon sozusagen klar gemacht, dass das auch in Euro erhebliche Beträge sind und wir jetzt dabei sind, auf einen neuen Wachstumspfad einzuschwenken. Das ist sozusagen unsere Prognose. Interessant ist auch noch, dass dieses Phänomen jetzt kein unbedingt österreichisches ist. Es ist eigentlich in der ganzen EU relativ ähnlich. Das Problem, was wir eben sehen, ist, dass diese Reduktion im Niveau, wir gehen heute von 4% aus, also diese 8.000 Euro pro Kopf, die müssen irgendwie verteilt werden. Das ist sozusagen das Problem, was wir jetzt auch sehen wirtschaftspolitisch, dass hier jetzt eine Art, wie wird das auf die Bevölkerung verteilt, welche Bevölkerungsgruppen sollen mehr tragen, welche sollen weniger tragen. Ich glaube, das ist jetzt das, was hier in der Politik im Vordergrund steht. Aber sozusagen die Aussichten an sich sind gar nicht so schlecht. Bevor ich jetzt weitere Sachen sage, möchte ich an Herrn Hofer verweisen. Er wird ein bisschen zu den Zahlen selbst was dazu sagen, wie wir zu diesen Einschätzungen kommen und wie wir eben die Lage dann in Zahlen sehen. Bitte. Ja, danke. Ja, ich werde mich relativ kurz halten. Wir sehen die Lage nicht anders als das WIF im Großen und Ganzen. Internationale Lage sehen wir genauso wie das WIFO und wir sehen auch die Lage so, wie wir sie im Dezember gesehen haben. Wir haben unsere Prognose übertitelt, robuster Arbeitsmarkt stützt die Konjunktur. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir heuer mit 0,5 wachsen dürften. Nächstes Jahr könnte sich das Wachstum auf 1,4% beschleunigen. Das ganze Wachstum wird erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 kommen, dann wird das Wachstum doch wieder merklich anziehen. Wenn man es positiv sieht, auch in der Dezemberprognose haben wir zwar schon ein geringeres Risiko gesehen, aber haben wir doch noch erwartet, dass im vierten Quartal in Europa und auch in Österreich schon ein negatives Wachstum verzeichnet wird. Das war gemäß den jetzigen Zahlen nicht so. Jedenfalls kann man sagen, das Risiko, das vor einem halben Jahr noch im Raum stand, dass Europa eine relativ tiefe Rezession erleidet, hat sich nicht realisiert, Gott sei Dank. Klar, Energiepreise sind gefallen, Krieg hat sich nicht ausgeweitet, sind, glaube ich, die Hauptgründe. Okay, schwaches Wachstum im Euroraum bedeutet natürlich auch für die österreichischen Exportmärkte nur eine geringe Zunahme. Wir gehen davon 1,3% bzw. 3,3% aus. Das dämpft natürlich das sehr, sehr hohe Exportwachstum, was wir die letzten Jahre gehabt haben. Exporte werden nur mehr um, wenn ich genauen Zahlen habe, 1,7% heuer steigen, nächstes Jahr 3,2%. Importwachstum ist auch verhalten, also da wird nicht sehr viel kommen von der Außenwirtschaft, ein leichter Beitrag. Konsum gehen wir auch davon aus, dass aufgrund der doch guten Arbeitsmarktentwicklung trotz der steigenden Preise sich ein reales Konsumwachstum von 0,6 in diesem Jahr einstellt. Nächstes Jahr erwarten wir Konsum von 1,8, also der Konsum stabilisiert sich ja auch die Lage. Weniger gut schaut es bei den Investitionen aus. Hier haben wir auch nach unten revidieren müssen. Wir erwarten bereits heuer einen Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen von 0,7%. Und dieser Rückgang geht auf die Bauinvestitionen zurück. Da gehen wir davon aus, dass die heuer um 1,5% sinken werden.
Nächstes Jahr hoffen wir auf eine Stabilisierung, aber da besteht sicherlich gewisses Abwärtspotenzial. Das ist ein Abwärtsrisiko, würde ich einmal sagen. Ja. Arbeitsmarkt sehen wir wie das WIFO sehr gut. Bis jetzt merkt man eigentlich nichts von der Konjunktureintrübung am Arbeitsmarkt. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten leicht steigen wird. Aber nachdem wir jetzt schon unter dem Niveau des Vorjahres sind, ergibt sich damit bei uns eine Arbeitslosenquote von 6,3%. Das ist wie im Vorjahr, und das muss man dazu sagen, das ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise. Erst 2008 haben wir so niedrige Werte gehabt. Nächstes Jahr sollte etwa 6,2% betragen. Arbeitsmarkt, Inflation, auch hier mussten wir nach oben revidieren. Leider, Inflation ist hartnäckiger, als wir es ursprünglich erwartet hätten. Trotz fallender Energiepreise sind die Inflationsrate in den ersten Monaten nicht zurückgegangen. Wir erwarten aber, dass die Inflationsrate jetzt natürlich in den kommenden Monaten hauptsächlich aufgrund von Basiseffekten fallen wird. Und wir gehen damit von heuer von einer Inflation von 7,5% aus. Das ist aber ein Dreiviertelprozentpunkt höher, als wir es noch im Dezember erwartet haben. Nächstes Jahr sollte die Inflation auf 3,5% zurückgehen. Vielleicht, bevor ich an den Direktor weitergebe, noch ein Punkt, was jetzt nicht wirklich ein Risiko ist, aber was ich mir überlegt habe. Wenn man sich das historisch anschaut, die Entwicklung nach der Finanzkrise in Österreich war auch ein relativ kräftiger Aufschwung unmittelbar danach. Aber dann hat die Wirtschaft stagniert ein paar Jahre lang mit verbundenem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Nun, wir haben keine Krise im Euroraum mehr, was damals, Staatsschuldenkrise im Euroraum, was damals Träger war. Aber natürlich, wie Professor Felbermayr ja schon auch hingewiesen hat, das Angebotspotenzial der österreichischen Wirtschaft ist momentan eher schwach, vor allem auch von der erwerbsfähigen Bevölkerung. Auch der Zuzug wird nicht mehr so hoch sein wie in der Vergangenheit. Also da besteht schon ein gewisses Stagnationsrisiko, würde ich sagen. Und jetzt übergebe ich wieder an Professor Neusser, der ein paar Zahlen für Sie noch hat. Ja, also vielen Dank. Also vielleicht nur ganz kurz. Vieles ist eben auch schon gesagt worden. Wichtig ist jetzt in Bezug der Fiskalpolitik, dass die Maßnahmen der EZB nicht konterkariert. Also wir plädieren also auch wie das WIFO für eine restriktivere oder zurückhaltendere Fiskalpolitik treten wir ein. Es sollte mehr Treffsicherheit in den Maßnahmen sein. Es sollten auch die zeitliche Begrenzung sollte auch wirklich zeitlich begrenzt sein. Allerdings, wenn Sie die Prognosen angesehen haben, sind wir nicht so optimistisch, dass das kommt. Wir denken doch, dass die Ausgaben realistischerweise hoch bleiben werden oder stärker steigen werden. In Vorwahlzeiten ist das vielleicht ein bisschen Realismus geschuldet. Bei den Angebotsmaßnahmen, denke ich, sind wir auch sehr d'accord mit dem WIFO. Wir müssen die Frauen in Vollzeitarbeit bringen. Hier habe ich allerdings das Problem, dass eben Vollzeitarbeit teuer ist. Das muss man sehen in der Progression, aber auch der Lebenshaltung, Essen gehen, alles, das ist alles, was sozusagen damit verbunden ist. Also ist also mit Teuer und Kindergarten ist auch dabei. Also da ist eben auch was zu tun von der Politik. Pensionen, demografischer Wandel, Bildung ist angesprochen. Alles wichtige Maßnahmen, die jetzt angegangen werden müssen, die jetzt nicht unmittelbar wirken, aber doch ihre Wirkung mittelfristig entfalten werden. Und das wäre hier auch dringend notwendig. Damit möchte ich kurz schließen. Ich bin gespannt auf die Fragen und gebe wieder zurück ans WIFO. Vielen Dank. Beginnen wir mit dem Kaspar Fink, Zeit im Bild. Ich habe zwei Fragen, eine an den Herrn Felbermayr. Sie haben vorhin schon gesagt, keine Cash-Transfers mehr, das wäre sinnvoll, auch im Kampf gegen die Inflation. Haben Sie den Glauben daran, dass wir erinnern uns an die Diskussion um die Wohnkostenbeihilfe, dass das tatsächlich so kommen wird? Also glauben Sie, dass die Politik das machen wird? Und eine Frage an den Herrn Neusser. Der Herr Scheiblecker hat schon gesprochen von dem Risiko der Banken, dass er nicht allzu hoch einschätzt. Wie schätzen Sie das ein im Lichte der Credit Suisse und allem, was wir in den letzten Tagen und Wochen da gesehen haben?
Ja, da haben Sie ja auch ein bisschen den Kollegen Neusser gehört, der skeptisch ist, ob die Politik mit dem großzügigen Geld ausgeben jetzt aufhört. Ich bin da etwas optimistischer aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir ja doch erwarten dürfen, dass über die hohen Lohnabschlüsse die sozialen Schieflagen, die im letzten Jahr entstanden sind, sich doch etwas entspannen. Ne? Die Leute kriegen mehr Geld wieder aufs Konto und die Zuwächse sollten, wenn wir mit der Inflation nicht ganz falsch liegen, auch Realeinkommenszuwächse bringen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es für den Finanzminister natürlich jetzt auch zunehmend teurer wird. Es gibt zwar aktuell einen stabilen Ausblick der Ratingagenturen auf die österreichische Staatsfinanzen, das AA+ wurde vor kurzem wieder bestätigt, aber da muss man schon aufpassen, die Kreditzinsen auch für den Staat sind gestiegen, die Spreads zu Deutschland sind gestiegen und ich glaube, dass das durchaus gute Argumente sind, bei einem vernünftigen Finanzminister die Bremse etwas zu betätigen. Deswegen bin ich da nicht ganz pessimistisch, aber die politökonomischen Prozesse sind für mich als Ökonom nicht immer durchschaubar. Gut. Ja, Sie haben noch gefragt zur Bankenkrise. Soweit ich das jetzt hier beurteilen kann, können wir da im Euroraum relativ entspannt sein. Bis jetzt haben wir keine Anzeichen dafür, dass sich das auf Banken in den Euroraum niederschlägt. Also die Deutsche Bank wurde zwar sozusagen, da ist der Aktienkurs, glaube ich, um 30% eingebrochen innerhalb relativ kurzer Zeit. Aber ich denke, das sollte hier keinen Ansteckungseffekt haben. Die Credit Suisse ist einfach schlecht gemanagt worden. Ich glaube, da braucht man nicht darüber diskutieren. Und die Silicon Valley Bank ist ein sehr spezialisiertes Institut, das eben auch damit sozusagen in Schwierigkeiten gekommen ist, indem es eben falsch investiert hat, eben in langfristige Staatspapiere mit null Zinsen oder sehr geringer Verzinsung und jetzt mit der Zinsanhebung eben den Kursverlust eingefahren hat und eben die Papiere eben verkaufen musste und diese Verluste eben auch realisieren musste. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich eine Gefahr am Horizont, aber natürlich fehlt mir da die Einsicht in die Bankbilanzen. Vielleicht eine kurze Ergänzung noch. 2007, 2008 hatten viele Banken faule Kredite in den Bilanzen, wo es Abschreibungsbedarfe gegeben hat, die verschleiert wurden über viele Jahre. Das Problem ist nach unserem Dafürhalten aktuell kleiner. Aber was wir schon haben, ist ein Potenzial für selbsterfüllende Prophezeiungen, weil bei vielen Kapitalsammelstellen, Banken, aber auch Versicherungen, ja, diese ganzen Gebirge an nullverzinsten Anleihen geparkt sein müssen. Viel liegt bei der EZB, dort ist die Bilanz auch nicht schön. Und diese Nullzinspapiere, die sind im Wert dramatisch gefallen aufgrund der Zinsentwicklung. Wer so etwas auflösen muss als Bank, muss die Wertverminderung verbuchen und dann entstehen da Probleme. Und ob man auflösen muss, das hängt sehr viel von Herdenverhalten ab. Also das heißt, wir haben schon jetzt nicht sozusagen als sehr wahrscheinliches Szenario, aber doch ein paar Zutaten, die für Bankruns, sozusagen die Bankruns nicht ganz sozusagen ausschließen. Deswegen wird es jetzt wichtig sein, dass man politisch auf den Bankensektor blickt und dass man diese Verwerfungen, die durch Herdenverhalten entstehen können, durch selbsterfüllende Prophezeiungen, dass man die möglichst auch in der Kommunikation aller Akteure, Notenbanken, Finanzmarktaufsichten möglichst klein hält. Und man könnte natürlich jetzt endlich einmal mit der Bankenunion weiter tun. Ja, die Europäisierung wäre eine gute Sache. Nächste Frage, Kronenzeitung, ja. Dr. Schumi. Zwei Sachen, kurz nur eine Klarstellung. Die 8.600 Euro pro Kopf Wirtschaftsverlust, auf welchen Zeitraum beziehen sich die? Das wäre im Jahr 2024 der kumulierte Verlust von, das ist also 20, 21, 22, 23, 24 im Vergleich zu dem Wachstum, das wir 2019 im Herbst oder im Frühjahr 2020 erwartet hätten. Okay. Und die andere Geschichte, so wie Sie es beschrieben haben vorher, ist das ja für mich eine klassische Lohnpreisspirale, die wir jetzt haben. Nicht bei der Lohnverhandlung ganz alle her, Inflation war jetzt
8% und 7%, dann haue ich 1% auf, also dann kommen wir ja von dem nie raus, nicht? Ich hake schnell ein, der Richard Wienz hat online auch die Frage gestellt, Frage an Herrn Felbermayr und Neusser, muss es, um die hohe Inflation in Österreich zu senken, ab jetzt Preiserhöhungen und Lohnabschlüsse unterhalb der Inflationsrate geben? Ja. Also die Mathematik ist eigentlich ziemlich unerbittlich. Nicht? Wenn die Inflationsrate der letzten 12 Monate auf Preise, wie die Mietpreise, oder auf Löhne aufgeschlagen wird, dann wird das die Kostenbasis im nächsten Jahr in die Höhe treiben, auch den Warenkorb, wenn es über die Mieten geht, und wir werden die Inflation lange mit uns schleppen. Das heißt, wenn man zu den 2% zurückkehren will, dann dürfen die Preise und alles, was preistreibend wirkt, eben dann auch die Löhne, muss man sagen, nicht um sehr viel mehr als das wachsen. Das ist natürlich illusorisch in der kurzen Frist. Es gibt einen sehr legitimen Wunsch nach Kaufkrafterhaltung. Das gibt der Arbeitsmarkt auch her. Aber das bedeutet natürlich, dass es nachhaltig sehr viel höhere Inflationsraten geben wird in Österreich als anderswo. Deswegen habe ich auch betont, was mir vor allem Sorgen macht, ist, dass wir jetzt 23 um 2 Punkte über dem Eurozonendurchschnitt liegen dürften. Wenn man das 3-4 Jahre lang macht, dann hat das Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, dann drückt das auf das Wachstum. Deswegen Appell an die Sozialpartner, es muss an beiden Seiten Mäßigung eintreten. Man kann nicht von den Gewerkschaften verlangen, sie sollen jetzt die Lasten tragen, wenn nicht auch auf der Arbeitgeberseite Signale kommen, dass man bei den Preisen was tut. Hier bräuchte man die gute alte österreichische Sozialpartnerschaft, dass hier gemeinsam erkannt wird, wir haben ein Problem, das uns makroökonomisch schadet. Und das sollte man gemeinsam angehen, um die Lasten, die einfach da sind, gerecht zu verteilen. Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist natürlich ein Problem, dass vieles eben rückwärtsgewandt ist, eben auch die Lohnverhandlungen, nimmt eben die Inflation der Vergangenheit, ist sozusagen die Inflation, die relevant ist. Aber wir sind dann in einer Phase, und das haben wir beide prognostiziert, dass die Inflation dann zurückgeht. Das heißt, wir haben Lohnverhandlungen, die einerseits nach hinten gewandt sind mit der Inflationssicht, aber eigentlich in einer Phase der zurückgehenden Inflation sind. Und das sollte nicht sein. Also es sollte mehr Voraussicht in diesen Lohnverhandlungen sein. Und ich bin auch zuversichtlich, dass die Sozialpartner das schaffen. Also haben sie in der Vergangenheit geschafft, denke ich, werden sie auch in der Zukunft schaffen. Vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen, es gibt nämlich einen zweiten Punkt. Es wird nicht nur über die Inflation verhandelt, sondern auch über die Produktivität. Und da ist, wenn wir unsere Zahlen hernehmen, beide Institute, die sinkt natürlich im Jahr 2023. Also sollte es von dem her schon eine Mäßigung geben, vor allem wenn man es mit den letzten Lohnverhandlungen vergleicht, die vor dem Hintergrund von einem sehr, sehr starken Wachstum ausgegangen sind. Aber letztendlich, ich hoffe heute, dass die Sozialpartner schon die schwierigere wirtschaftliche Lage einbeziehen. Und ein Punkt, was mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen macht, bis jetzt war es immer so in den letzten Jahren, dass in schlechten Jahren ist die Inflation, ist sozusagen nur die Inflation abgegolten worden, aber dass da Produktivitätsrückgänge auch waren, das hat man immer völlig ignoriert. Aber im Grunde, eine stabile Lohnpolitik sollte davon ausgehen, dass die Lohnquote konstant bleibt. Und das setzt natürlich auch im gewissen Sinne voraus, dass, was man vor allem letztes Jahr gehabt hat, Preissteigerungen, die aus dem Ausland kommen, eigentlich nicht in den Lohnverhandlungen berücksichtigen sollte. Aber ob es passiert, ist eine andere Geschichte. Gut, nächste Frage, Andras Schigetwari und danach Jakob Zierm. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist ganz friedlich. Sie haben ja gemeint, Herr Felbermayr, Sie wollen eben, dass man diese Lohnverhandlungen ändert. Können Sie das skizzieren, wie das funktionieren könnte? Also ein Forward Guidance quasi der Sozialpartner. Das würde aber ja immer bedeuten, dass die Arbeitnehmer ja verlieren bei jeder sprunghaften Anstieg der Inflation. Und was können die Unternehmer bieten als Garantie wiederum, dass die Preise nicht halt trotzdem draufschlagen dann? Ja. Herr Siegetwari, Sie sprechen an, dass das kompliziert geworden ist. Bei der letzten großen Teuerungskrise in den 70er Jahren gab es noch andere Instrumente. Da gab es ja noch eine paritätische Kommission und da waren Preiskontrollen Teil des Politikmixes. Das haben wir nicht mehr. Deswegen ist umso dringender, dass die Sozialpartner hier eben versuchen, gerne auch mit unserer Hilfe innovative Lösungen zu finden. Dass wir wenig Vertrauen haben aktuell, ist das größte Problem. Nicht, weil wer kann glaubwürdig sagen,
wir schauen, dass wir in unseren Verbänden, in Teilen der Wirtschaftskammer die Preisdämpfung kriegen, ja, die wir brauchen, damit man glaubwürdig in den Verhandlungen sagen kann, die Reallöhne steigen auch dann, wenn sie nicht so hoch ausfallen. Ja, wenn nämlich die Preisentwicklung kleiner ist, dann schaffen die Nominallohnzuwächse auch Reallohnsteigerungen. Aber das ist die Quadratur des Kreises, die hier notwendig ist. Deswegen bedauere ich ja wirklich, dass wir bei der Mietpreisbremse nicht in der Lage waren, in Österreich hier zumindest ein Signal zu setzen. Das hätte keinen großen inflationsdämpfenden Effekt per se gebracht. Ja, sie hätte Nebenwirkungen gehabt am Mietmarkt, das stimmt alles, aber es geht jetzt wirklich darum, nicht nur die Verteilungsaspekte zu sehen, sondern die Stabilisierung einer viel zu hohen Inflation. Und da muss viel zusammenwirken. Und vor allem das Einverständnis, dass man das gemeinsam machen muss, wäre ganz zentral. Ich glaube, die Sozialpartner waren in den letzten Dekaden immer wieder in der Kritik und man hat gefragt, warum braucht man die eigentlich? Jetzt ist die Stunde, wo sie beweisen können, wie wahnsinnig wichtig und sinnvoll sie sind für die österreichische Volkswirtschaft. Das müssen wir aber auch so kollektiv einfordern. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, was halt immer wieder vergessen wird. In den Lohnverhandlungen, jetzt sagen wir im Herbst 23, wird ja über die Löhne 24 verhandelt. Und natürlich ist es klar, wenn wir jetzt da die Inflation sozusagen aus dem 22 oder 23 noch mitschleppen, dass dann die Gefahr besteht, dass eben diese Löhne zu hoch sind und es zu Entlassungen kommt. Und ich glaube, von der Warte aus, das sehen die Gewerkschaften sehr wohl und ich hoffe, dass auch die Unternehmerverbände einen entsprechenden Deal bieten können. Da muss man allerdings dann auch natürlich entschädigen, was bei der Prognose falsch. Wenn man jetzt eine falsche Prognose macht und man hat falsche Abschlüsse geschlossen, dann muss man hinterher im Jahr sagen, okay, reparieren wir das, gehen wir wieder von der Prognose aus, aber was damals schiefgegangen ist, das hätten wir schon gerne. Okay. Mich verwundert es ein bisschen, weil Sie ja früher immer gesagt haben, eigentlich ist das österreichische Modell ganz gut, weil wir einen großen Anstieg nicht antizipieren. Ja. Aber meine zweite Frage ist eigentlich, warum haben Sie eigentlich, was ist eigentlich schiefgelaufen, auch unter den Ökonomen? Also ich habe zum Beispiel beim WIFO geschaut, Sie haben einen Gaspreis von 130 Euro unterstellt für heuer. Jetzt ist er circa bei 40. Trotzdem haben beide Institute die Inflation ja von 6, irgendwas auf über 7% korrigiert. Mhm. Also warum diese Änderung dann, ich lausche Ihnen ja beiden immer sehr genau, Sie haben im vergangenen Jahr im Sommer noch diese Wahrscheinlichkeit, dass diese hohen Transfers die Inflation abtreiben, eher als irrelevante Debatte bezeichnet. Was hat sich da sozusagen jetzt verändert bei Ihnen beiden und warum diese große Korrektur? Na, vielleicht ein paar Punkte dazu. Inflation jetzt einmal. Natürlich, erstens einmal, die Übertragung der Gaspreise funktioniert einfach viel, viel, viel langsamer. Man diskutiert auch immer nur, okay, der Preis hat sich jetzt, der Großhandelspreis hat sich jetzt um so und so viel reduziert. Im Jahresdurchschnitt ist er immer noch um deutlich höher, wenn man es vergleicht mit vor der Krise. Da war er bei 25, jetzt ist er 60. Ist ein Dreifaches und so stark sind die Gaspreise auch noch nicht gestiegen. Aber sie werden natürlich fallen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was natürlich nicht so gesehen wurde, Gastronomiepreise steigen stärker, als wir erwartet haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, klar mit 13% und so weiter. Also die Dienstleistungspreise haben schon kräftig angezogen und es ist in Wirklichkeit nicht so leicht, das zu prognostizieren, gegeben Corona, das wirkt ja alles noch nach. Und man könnte jetzt schon sagen, okay, dass die Gaspreise jetzt, ich glaube, nicht richtig einschätzbar waren, das haben die Märkte auch nicht gehabt. Das hat wirklich von Putin abgehängt, von seiner Geschichte. Positiv muss man sagen, man hat es wahrscheinlich nicht erwartet, dass es zum Beispiel Deutschland so schnell schafft, LGD-Gas herzubekommen. Ja, und es war natürlich auch die große Unsicherheit, kommt ein strenger Winter, daher sind auch die Preise an den Börsen deutlich höher gestiegen. Also das ist, glaube ich, unsere beste Entschuldigung, was die Gaspreise angeht. Auch die Märkte haben sie ja auch genauso gesehen. Weil die Persistenz des Inflationsprozesses sehr viel höher ist. Das habe ich jetzt auch ganz persönlich unterschätzt. Das hat auch mit der Persistenz der Knappheiten zu tun. Ja, in den Lieferketten ist der Druck zurückgegangen, aber dass das Arbeitsvolumen in Österreich sinkt, obwohl wir mehr Köpfe haben, das ist etwas, das sich 2019 erst ergeben hat. Das war davor nicht der Fall. Das habe ich so jetzt nicht erwartet. Das führt zu Druck. Ja, das verstärkt Knappheiten und auch diese in vielen Bereichen nicht nur
im Gesetz stehende und in der Benya-Formel verankerte sozusagen Orientierung an der vergangenen Inflation, ja, die kennen wir. Aber dass das in vielen anderen Bereichen implizit auch gemacht wird, ja, auch aus ganz guten, teilweise legitimen Gründen. Wenn man sagt, ja, ich habe ein kleines Unternehmen, damit ernähre ich meine Familie, die Inflation steigt, da braucht es eine Kaufkraftsabsicherung. Das habe ich unterschätzt. Also es gibt eine höhere implizite Orientierung an den vergangenen Inflationsraten und das macht den Inflationsprozess sehr viel persistenter. Und was wir auch hatten, wenn man es mit Deutschland vergleicht, in Deutschland hat man bei Lohnabschlüssen sozusagen Steigerungsraten verhandelt, die mit den österreichischen auf den ersten Blick ähnlich aussehen, die aber häufig eine Laufzeit von 24 Monaten haben, währenddem man bei uns über 12 Monate spricht. Und da ist sozusagen auch ein Unterschied aufgegangen, der dazu geführt hat, dass wir jetzt eben in der Eurozone 2 Prozentpunkte weniger Inflation haben im laufenden Jahr als in Österreich. Das sind Dinge, die, müssen wir sagen, haben wir so nicht kommen gesehen. Ich jedenfalls nicht. Vielleicht, wir haben nur den Zettel ausgeteilt mit Unterschieden, was wir jetzt genau. Ja, vielleicht haben Sie den in Ihren Unterlagen noch. Ja. Vor allem wichtig ist da eben, die Gastronomie sticht da eben heraus und da hat man halt schon auch ein Knappheitsphänomen. Also die Gastronomen jammern, dass sie keine Köche und kein Servierpersonal bringen. Das heißt, man hat eine Angebotsreduktion. Gleichzeitig ist die Nachfrage hoch. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn ich jetzt essen gehe, ist immer voll, sage ich mal. Trotz hoher Preise. Ja, und ein Teil der Lokale hat zugesperrt. Das ist halt. Wir müssen so langsam ein bisschen auf die Zeit schauen. Jakob Zier? Ja, nein, ich wollte nur sagen, also die Frage war weniger, warum wir uns bei der Gaspreisprognose verschätzt haben, sondern bei der Transmission dann. Genau. Und wieso? Wir dachten uns bis vor einiger Zeit, wir können die Transmission und auch das Timing gut einschätzen. Mhm. Der erste Schock war die Jänner-Publikation von Statistik Austria, die wesentlich höher ausgefallen ist. Und da hat man gesagt, diese Strompreisbremse funktioniert erst ab März. Da waren alle erstaunt, nicht nur wir, sondern viele. Und da hat man versucht, jetzt daraus zu lernen. Hoffentlich haben wir das Falsche gelernt und es geht in die andere Richtung dann doch schneller runter, als wir dachten. Aber im Moment schaut so aus, als wäre das persistenter und zäher und vom Timing braucht es länger, bis sich das durchfrisst. Aber das ist natürlich, da haben wir das erste Mal unsere Berechnungen revidiert. Und das hängt natürlich auch vom Verhalten der Konsumenten ab. Bis jetzt Geschichte EVN. Gut, wir müssen auf die Zeit schauen. Jakob Zierm, Hätte auch zwei schnelle Fragen. Die erste, wir haben jetzt viel über die Rolle der Sozialpartner schon gehört, aber Herr Felbermayr, Sie haben auch gesagt, die Regierung sollte jetzt die Bekämpfung der Inflation angehen und nicht nur der Folgen. Was kann die Regierung jetzt da eigentlich konkret machen? Was wären Vorschläge? Also eine Sache, die jetzt hier anstünde, wäre, dass die Energiesteuern wieder, die sind ja für einen Zeitraum nur abgesenkt gewesen. Die müssen jetzt eigentlich wieder angehoben werden. Das würde ich nicht tun. Ich würde sagen, dass dort, wo Gebietskörperschaften direkten Einfluss haben auf Preise, und das haben sie in vielen Bereichen, nicht? Also bei Gebühren, bei was kostet der Hallenbad, auch bei den Gemeindewohnungen. Das passiert ja jetzt ja auch schon teilweise, dass Gemeinden Mietpreisbremsen machen. Ich glaube, das ist jetzt auch richtig. Und was natürlich auch dazu gehört, das haben wir mehrfach gesagt, ist, dass man keine dass die Transferzahlungen, die Extrazahlungen jetzt aufhören müssen. Weil selbst wenn das jetzt nur dort 200 Euro sind und dort ein paar Hunderter oder so, das führt natürlich dazu, dass die Nachfrage höher ist, als es sonst wäre. Also es gibt schon genügend Hebel, an denen die Politik ziehen kann. Also ganz konkret, Wien sollte nicht anheben per 1. April, die Gemeindewohnungen. Es muss klar sein, dass wir, wenn wir diesen Zyklus unterbrechen wollen, ja, wenn die Inflation irgendwann wieder Richtung 2% gehen soll, dass es nicht gehen kann, alles immer mit der vergangenen Inflationsrate anzupassen. Okay, und die zweite Frage eigentlich, der große Unterschied, Sie haben es ein bisschen, hat der Herr Neuss eh schon darauf eingegangen, ist ja beim Budgetdefizit-Erwartung der das WIFO prognostiziert 1,8 heuer und 0,4 nächstes Jahr, das IHS hat 2,9 und 2,3. Ist das wirklich jetzt nur die Ansicht, dass das IHS sagt, naja, aufgrund des Wahlkampfs wird man das Füllhorn weiter ausschütten und beim IHS hofft man halt, und beim WIFO hoffen sie drauf, dass man doch Vernunft, dass doch Vernunft einkehrt in der Regierung oder gibt es auch andere Gründe? Und vielleicht, wir haben gewisse Einschätzungsunterschiede, selbst schon über die Zahlen, die morgen herauskommen werden. Genau. Wir sind auch da schon etwas das höher. Das natürlich schon den Prozess. Wenn Sie sich anschauen, es gibt große Unterschiede fürs Jahr 2022 zwischen uns. Ja. Das ist wohl keine Prognose, aber es wurde noch nichts veröffentlicht.
Okay, das heißt, da gibt es schon noch andere Gründe. Ja, als ja. Der Unterschied ist bei den Ausgaben, würde ich schon sagen. Genau, aber bei den Ausgaben. Wir sind auch leicht bei den Einnahmen, würde ich sagen, wie fort etwas mehr nominelles Wachstum, ein bisschen mehr Konsum, aber das sind eher Kleinigkeiten. Okay. Und vielleicht nur ganz kurz, wie sehen Sie die Aliquotierung der Pensionen, die gestern passiert ist? Ist das wieder so ein Wahlkampfzucker? Ich meine, die Pensionisten sind eine wichtige Wählergruppe. Das waren jetzt übrigens 4 Fragen schon, gell? Next. Nein, ja, es ist typisch in dieser Diskussion. Bis vor kurzem hatte man noch, dass es überhaupt diese Erhöhung ein Jahr ausgesetzt hat. Dann hat man das angefangen. Jetzt ist es das Recht, dass auch der Nächste mehr bekommt. Also es ist, ja. Was uns da am meisten stört, ist das Hü-Hot, dass eben laufend diese Bedingungen verändert werden. Das ist nicht gut für Verlässlichkeit. Man hätte über andere Maßnahmen soziale Härten abfedern können bei den kleinen Pensionen, indem man zum Beispiel da Transfers hinein tut. Da habe ich gerade gesagt, die sind nicht erwünscht. Aber wenn man unbedingt was tun will, wären da wahrscheinlich effizientere Maßnahmen, die nicht auch langfristig die Kosten des Pensionssystems erhöhen. Gut, Frau Haase. Im Vorjahr gab es ja den Appell an die Sozialpartner, stark auf Einmalzahlungen zu setzen. Das wurde abgeschmettert. Es sieht eigentlich auch heuer so aus, dass das wieder ähnlich verläuft wie im Vorjahr. Wo sehen Sie da sozusagen die Kreativität? Ich hätte eben vielleicht irgendwas interpretieren können, dass man möglicherweise Jobgarantien gibt. Laufzeit von 24 Monaten sehe ich eigentlich auch in Österreich nicht. Wo ist da der Spielraum aus Ihrer Sicht? Die zweite Frage, Sie haben gesagt, Herr Professor Felbermayr, Österreich müsste jetzt wieder auf einen Wachstumspfad einschwenken. Gibt es von Seiten der Politik irgendetwas, um das gut und nicht inflationstreibend zu fördern? Ja, also die leichte Frage ist die zweite, Frau Haase, damit fange ich an. Wir haben eine Diskussion zum Beispiel über das Thema Arbeitsangebotsausweitung. Da sind ganz viele Vorschläge auf dem Tisch, da sollte man jetzt auch was tun. Ja, wir haben die Diskussion um die Beschleunigung von privaten Investitionsvorhaben. Ja, ich persönlich warte sozusagen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine auf den Big Bang bei Investitionen im Bereich erneuerbaren Energien. Ja, da passiert was, noch nie so viel Photovoltaikanschlüsse wie im letzten Jahr, aber die Strombedarfe, die wir haben zusätzlich, die sind enorm. Also dieser Big Bang hat schon was zu tun mit der Dauer von Verfahren, mit der Rechtsunsicherheit. Ich glaube, da kann man was tun. Das kostet dem Steuerzahler zunächst einmal gar nichts. Wahrscheinlich hat sogar das Einsparen an prozessualen Aktivitäten einen positiven Effekt für das Budget, weil die Gerichte und so weiter weniger ausgelastet sind. Ihre erste Frage, das ist eine schwierige Frage. Ich habe vorher auch von der Quadratur des Kreises gesprochen. Es ist die Frage, wie man sich gegenseitig versichern kann. Das hat vielleicht auch wenig oder weniger zu tun mit konkreten Dingen, wo man sagt, wir erhöhen die Laufzeit. Ja, das sehe ich auch so, das ist nicht Usus hier. Und es sind ja auch so Taschenspielertricks in Wahrheit. Viel wichtiger wäre es, wenn man sich sozusagen in die Hand versprechen kann und das dann auch glaubwürdig tun kann und halten kann, dass es dort, wo es geht, Mäßigung gibt, weil es sicher nicht ausreicht, die Gewerkschaften zu niedrigen Lohnforderungen sozusagen zu überreden und sie dann im Unsicheren zu lassen, ob die Preissteigerungen dann so sind, wie sie versprochen wurden. Also da geht es um Glaubwürdigkeit, um Handschlagqualität und man kann nur hoffen, dass sozusagen diese vorhanden ist. Sonst bin ich pessimistisch, nicht? Und wenn Sie unsere Inflationsprognose auch in der Mittelfrist anschauen, die bleibt ja lange viel zu hoch, weil wir die Schwierigkeiten durchaus sehen, dass man dazu zu einem Schulterschluss kommt. Gut, Herr Schlemmer von APA. Was wären aus Sicht des IHS die wichtigsten Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung? Was wären aus Sicht des IHS die wichtigsten Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung? Und dann noch ganz kurz zur Lohnpreisspirale. Das IHS schreibt ja in ihrer Prognose, dass es keine Lohnpreisspirale gibt in Österreich. Wie sieht das IFO?
Ja, also ich sehe die Inflationsbekämpfung vor allem jetzt, nachdem das jetzt die hohen Energiepreise praktisch diffundiert sind durch die ganze Wirtschaft, eine Aufgabe der EZB. Ich denke, die EZB hat jetzt wirklich erkannt, dass sie was tun muss und hat auch recht massiv erhöht, trotz der Bedenken im Bankensektor. Das ist das eine. Ja, und die Wettbewerbspolitik. Ich glaube, das ist nach wie vor etwas, was in Österreich vielleicht ein bisschen hinten nachhinkt. Es gibt viele Bereiche, wo eben mehr Wettbewerb auch den Preise senken würde. Ich glaube, da sollte man auch mehr Protektionismus, glaube ich, angesprochen worden von Ihrer Seite. Also das wären alles Dinge, wo man schauen könnte, dass man da die Preise runterbringt. Nur bei der EZB muss man halt sagen, die EZB kann diese Inflationsanpassungsautomatik, die sich bei uns in Österreich etabliert hat, auch nicht auflösen. Nicht? Und das kann sein, dass wir hohe Zinsen haben und trotzdem hohe Inflation, wenn wir automatisch immer die letzten 12 Monate weiterschleppen. Nachfrage zurück. Nicht? Also im Bau sehen wir das schon und vielleicht auch in anderen Bereichen. Ja. Und das ist halt die Drohung, die dann im Schreibwort, aber man will ja die Zurückhaltung nicht durch Drohung erreichen, sondern durch einen Konsens. Und die EZB orientiert sich an den jetzt von ihr erwarteten 5,3%. Ja, genau. Ja, und in Österreich müssen wir aber 7,x erwarten, nicht? Also das heißt, dass die Zinsen, die wir eigentlich bräuchten, wahrscheinlich um die Nachfragedämpfung hinzukriegen, trotz unserer ganzen Rigiditäten im System, ja, die Zinsen wären in Österreich viel höher. Das ist aber in Südeuropa und Frankreich nicht passend. Und deswegen kann man das nicht allein der Geldpolitik überlassen. Also wer glaubt, die Frau Lagarde, die sozusagen durchaus auch Beiträge geleistet hat zu der Situation, in der wir sind, mit der hohen Inflation, aber dort zu meinen, die könnte den Gini wieder zurück in die Flasche schieben, das halte ich für sehr naiv. Ja, und zur Lohnpreisspirale. Wenn wir Spirale sagen, dann meinen wir meistens einen Prozess der selbsterfüllenden Erwartungen. Man erwartet hohe Inflation, die vielleicht unberechtigt erwartet wird, aber man erwartet sie, dann werden hohe Löhne verhandelt, die hohen Löhne treiben die Preise und dann ist die erwartete Inflation auch da. Ja. Diese Art von Spirale, die sehen wir nicht, da gibt es ich jedenfalls nicht, da haben wir in Österreich die Benja-Formel, die dieses nach vorne blickende Verhalten eigentlich nicht zulässt. Ja? Aber was wir natürlich selbstverständlich schon haben, ist, dass die hohen Lohnabschlüsse im Jahr 2022 die Kosten im Jahr 2023 treiben. Es muss weitergegeben werden, nicht 1:1, und wenn die Gewinnlage gut ist, vielleicht deutlich weniger als 1:1, aber das hat natürlich einen Kosteneffekt, Kosten treiben die Preise etc. Also diese Weitergabe, da würde ich jetzt dezidiert nicht Spirale dazu sagen, weil das eben nicht über den Erwartungsmechanismus läuft, sondern einfach ganz mechanisch ist, diesen haben wir natürlich schon. Aber vielleicht noch ein Punkt, den man nicht vergessen, wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft, das heißt, wir stehen auch in Konkurrenz zu vielen anderen und wir werden nicht alles weitergeben können, alle Lohn, vor allem in der Industrie wahrscheinlich nicht alles 1:1 weitergeben können, vor allem wenn die Inflationsraten im Ausland wesentlich niedriger sind. Und da kommt natürlich schon ein Druck her. Und vom Arbeitsmarkt kommt. Und vom Arbeitsmarkt, ja. Also da, wie wir in unserem Text geschrieben haben, wären Angebotsmaßnahmen gar nicht so schlecht, dass man nicht immer nur die Nachfrage dämpfen müssen, um die Inflation zu erreichen, sondern auch das Angebot zu erhöhen. Ja, dringend, würde ich sagen. Gut. Die Zeit verringert sich auch langsam. Manfred Schmidt, ATV Puls 4, dann der Herr Konstantin Kolokakos, Servus TV. Und den Rest machen wir dann bilateral, weil das geht sich nicht mehr aus. Frage zu den Energiepreisen. Der nächste Winter kommt ja bestimmt. Vielleicht haben wir diesen Winter nicht so viel Glück, dass der vielleicht härter ausfällt, ist eingepreist in den Prognosen, wenn der Gaspreis wieder steigt. Wir wissen alle nicht, was Putin macht. Österreich ist sehr abhängig von russischen Gaslieferungen. Dass sich diese ganze Inflationsgeschichte noch weiter verzögert, wenn die Gaspreise wieder sehr hoch werden, alles wieder unberechenbar wird, dass sich die Inflation dann auch bei den anderen Produktgruppen dann weiter noch 2024 reinzieht, die höheren Preise? Bezüglich der Gaspreise, das ist immer schwer, wir machen nur eine technische Annahme. Das können wir nicht prognostizieren, wie beim Erdölpreis könnten wir das, müssten wir hier nicht mehr arbeiten und wären alle reich. Aber diese technische Annahme geht üblicherweise einerseits von den Future-Preisen aus,
Andererseits, was man halt üblicherweise in diesen Wintern hat, und das steckt auch in den Futures-Preisen drin. Also da steht ein mittelmäßiger Winter, steckt dann in diesen Zahlen drinnen. Wenn es natürlich stärker ausfällt, kann es wieder nach oben gehen. Allerdings muss ich sagen, hat man sich bisher jetzt mehr gewappnet. Man hat mehr Lieferketten bezüglich Liquid Gas aufgemacht. Es gibt nach wie vor die ökologische Umstellung, die langsam, aber doch mehr und mehr voranschreitet. Und all das sollte solche Kalamitäten, wie es wir letzten Winter gehabt haben, doch vermeiden können. Und die panikartigen Zuspitzungen auf den Märkten. 340 Euro waren ja weit weg von Fundamentals. Die Panik war damals vielleicht verständlich, weil man nicht gewusst hat, wie sich das ausgehen kann. Im Sommer haben wir aber bewiesen, selbst in dem sozusagen Binnenland Österreich, ohne eigene Häfen, wir haben bewiesen, dass wir unsere Speicher vollkriegen. Nicht? Und ähnlich wie bei anderen Phänomenen dieser Art, wir haben es in der Corona-Krise auch gesehen, die zweite Welle war dann schon deutlich weniger krass und die dritte auch noch weniger, weil es ja viel mit sozusagen Erwartungen zu tun hat, eben auch mit diesen panikartigen Zuständen. Das, glaube ich, ist vorbei. Das passiert einmal. Da haben viele sehr viel Geld verloren. Ja, viele Unternehmen haben ganz, ganz viel Gas eingekauft im Sommer zu absurden Preisen. Die müssen das jetzt abschreiben. Auch die Republik, ja, die um fünf, jetzt wäre das um ein Fünftel so billig, was eingelagert wurde. Ja. Das heißt, das sind gewaltige Verluste. Man wird sich also wappnen, auch bei den privaten Akteuren auf den Börsen, nicht nochmal in das aufgeklappte Messer hineinzulaufen. Deswegen die 340 Euro. Wenn nicht sozusagen Schlimmes passiert, im Sinne einer sozusagen wirklichen Ausweitung des Krieges und solche Dinge, die kann man wahrscheinlich hic et nunc ausschließen. Gut, Servus TV. Ich hätte noch zwei Fragen, ja, Dankeschön. Aus der jüngsten Vergangenheit, Preisdeckelungen, was machen die jetzt für einen Sinn zusammengefasst, beziehungsweise was würden Sie jetzt noch Sinn machen, Preisdeckelungen, Energie, Lebensmittel? Und die Frage zwei wäre, der Mangel in Österreich an Hochqualifizierten und an Facharbeitern, was kostet uns der jetzt, wenn die Konjunktur wieder anzieht? Was wirft uns das zurück im Vergleich zu anderen Ländern in der Eurozone? Also bei den Preismaßnahmen im Energiebereich, jetzt zum Beispiel zu sagen, wir europäisieren das iberische Modell, das haben wir ja, ich habe mir das gewünscht, auch der Finanzminister und die Bundesregierung, das ist dann wohl an Deutschland und anderen gescheitert. Das hätte vor einem halben Jahr Sinn gemacht, jetzt sind die Preise doch deutlich zurückgegangen, jetzt ist das einfach nicht mehr so dringend, dass wir sozusagen für weitere krisenartige Lagen da vielleicht Instrumente brauchen, dass das Strommarktdesign renoviert werden muss, das sehen alle ein. Da gibt es jetzt auch Vorschläge, aber die Dringlichkeit ist sicherlich kleiner geworden. Bei vielen Preiskontrollen, die in Europa passiert sind im letzten Jahr, sehen wir, was das für ein oft perverses Instrument ist. Nicht? Also wenn Sie mit unseren Kollegen hier reden von der Central European University, das sind sehr viele Ungarn, die können einen Schwank nach dem anderen erzählen, was in Ungarn alles falsch gelaufen ist. Nicht? Also wie dann plötzlich Knappheit von Benzin um sich gegriffen hat. In Ungarn gab es plötzlich keine Butter mehr, weil nämlich die fette Milch durch Preiskontrollen billiger wurde als die Magermilch und so weiter. Also das sind gefährliche Instrumente, da muss man wirklich aufpassen, was man tut und sich das gut überlegen. Ja? Und die zweite Frage war? Was ist der Mangel an hochqualifizierten Ja, das wollen Sie jetzt quantifiziert haben in Euro oder Prozent oder so. Das können wir sicher auch nicht. Eins muss man schon dazu sagen, das ist nicht ein Österreich-Phänomen. Und das macht das Ganze noch schwieriger, dass sozusagen der War on Talents, der kommt immer. Also gefragte Leute werden immer mehr nachgefragt. Das kann auch Österreich passieren, dass Deutschland noch verstärkt Österreicher anzieht. Ja, es gab jetzt, glaube ich, Herr Bonin, eine Initiative in Deutschland, nicht? Gerade für Facharbeiter aus dem Ausland, die Punktekarte oder wie das jetzt heißt, glaube ich, wurde jetzt gerade eingeführt. Also da gibt es einen Wettbewerb um Talente, um Rohstoffe, also, um Talente. Also das aber der größte Unterschied wahrscheinlich zu früher ist, ist weniger die Nachfrage nach großen Talenten, die gab es immer, hat sich jetzt verstärkt. Ja. Aber wir sehen auch wahnsinnige Nachfrage, also Rückgang beispielsweise bei Arbeitslosen, bei Geringqualifizierten. Wenn man sich anschaut, was da für hohe Nachfrage ist, wie die Unternehmen jammern, dass so viele offene Stellen in gar nicht Qualifizierten oder gering, dann ist das erstaunlich. Damit haben wir nie gerechnet. Wir haben immer gewusst, dass Qualifikation ein notwendiges Requisit ist, um einerseits vor individueller Arbeitslosigkeit zu schützen und andererseits auch im Fortschritt. Aber dass es zu dem kommt, was wir jetzt sehen, ist doch sehr erstaunlich.
Aber auch nicht österreichisch-spezifisch. Das auch nicht. Ja, ja, das ist ganz schon, das ist plötzlich gibt es keine Leute mehr. Weil obwohl die Wirtschaft sehr, sehr ja nicht wahnsinnig wächst. Starke Nachfrage. Ist die Zeit dahin. Ja. Dahin. Wir haben noch zwei Fragen online, wir wollen die nicht benachteiligen. Die Anita Staudacher aus der Kurierwirtschaft stellt die Frage, welchen Anteil hat die sehr starke Wintersaison im Tourismus, sehr viel höhere Lift- und Gastropreise, maßgeblicher fürs BIP als in anderen EU-Ländern, an der unerwartet hohen Inflation der ersten Monate? Das war die erste Frage. Zweite Frage, Stefan Eckerrieder, Tiroler Tageszeitung, eine sehr globale Frage. In welchen Bereichen sehen Sie zu wenig Wettbewerb in Österreich? Bitte um kurze Antworten. Ich versuche es zu dem Ersten, obwohl ich nicht der Inflationsexperte des Hauses ist. Wir wissen natürlich, dass die Gastropreise und vor allem die Hotelpreise sehr stark von der Nachfrage abhängen. Also die Zimmer können sich vervierfachen. Also das kann sicherlich eine Rolle gespielt haben. Generell sehen wir aber in diesem Bereich jetzt nicht das große Wettbewerbsproblem. Wir sehen, dass die Preise stark gestiegen sind. Aber anders bei Energieversorgern meinen wir das nicht, dass wenn es beim Wirten zu teuer ist, geht man nicht hin oder zu einem anderen. A, es lässt sich leicht substituieren. Ja? B, man kann leicht ausweichen. Also da sehen wir jetzt nicht, dass wir ein Wettbewerbsproblem haben im Gastronomiebereich, bei Restaurants oder bei Hotels. Das ist, ja. Die Tiroler Tageszeitung, die war extra vom Tourismus. Das heißt, in welchen Bereichen sehen Sie zu wenig Wettbewerb in Österreich? Ja, genannt habe ich sie eh schon vorher, dass und die sind auch schon lange im Gespräch, ja. Nicht? Also wir haben eine hohe Marktkonzentration beim Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt noch nicht zwingend, dass da Inflationsdruck herkommt, aber dort müsste man sicherlich genau hinschauen. Wir haben das Thema im Energiebereich, da gibt es ja auch Aktivitäten, Bundeswettbewerbsbehörde und viele andere. Wir haben, glaube ich, zunehmend durch den Konzentrationsprozess im Bereich Luftverkehr ein Thema. Wir hatten im letzten Jahr dramatisch erlebt, was es bedeutet, wenn die Konzentration der Anbieter im maritimen Transport sinkt. Ja, die Transportkosten für Container haben sich ja auch verfünffacht, versechsfacht. Auch das hat nicht nur mit Knappheiten zu tun gehabt. Also es sind eine Reihe von Themen. Und auch da gilt, was der Herr Hofer für den Arbeitsmarkt gesagt hat, wir sind in einer globalisierten Welt. Es ist nicht nur immer so, dass diese Marktkonzentrationen in Österreich die entscheidend sind, sondern auf den Weltmärkten. Wenn Rohstoffe nur mehr von einem oder zwei großen Konzernen kontrolliert werden, dann haben wir ein Thema. Aber nichts, das jetzt sozusagen der Wirtschaftsminister per Verordnung lösen kann. Gut, wir stehen ja irrsinnig gerne mit Ihnen im Dialog. Das heißt, es gibt noch eine Frage, weil das so oft aufgezeigt wurde, Herr Schiget, war es Standard, und dann sind wir es. Es ist nur wichtig, weil Sie gesagt haben, es ist die Gastronomie jetzt gar nicht, dass es ein Wettbewerbsproblem ist. Aber wie spielt das in diese Grafiken hinein? Auch so interessant, dass die insgesamte Gewinnausweitung nicht stattgefunden hat. Jetzt sagt ja der Herr Koch vom IHS, dass Wein im Supermarkt um 8-9% teurer geworden ist, in der Gastronomie um 17%. Also gibt es einzelne Bereiche, wo Sie sehen, dass die Gewinnmargen sehr wohl, heißt ja nicht, dass es ein Wettbewerbsproblem geben muss, aber ausgeweitet worden sind. Und welche wären das nicht? Die EZB sagt ja zum Beispiel, Bauwirtschaft ist so ein Bereich, bestimmt Dienstleistung. Also ist das diese Gewinnpreisspirale in der Gastro? Gibt es irgendwelche Analysen dazu? Ja, ich sehe das halt schon, dass es hier Angebot und Nachfrage ist. Also im Gastrobereich sehe ich, dass viele zusperren und eben die Nachfrage nach wie vor hoch ist. Also insofern werden dann die Preise angehoben. Warum ja. Das gerade beim Wein ist, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Da fehlt mir das Detailwissen, weil es ist schon erstaunlich, ja. Gerade in einem Weinland wie Österreich. Vielleicht eine Anekdote zum Wein. Ja. Es war letzten Jahre. Aber eine kurze Anekdote. Aber eine kurze, ja. Wir hatten Überschuss-Weinangebot im letzten Jahr. Ja, weil durch die Corona-Maßnahmen viele Gastronomiebetriebe keinen Wein verkauft haben. Da war der Wein sehr billig geworden. Jetzt normalisiert er sich. Und man hat hohe Preisänderungsraten. Das hat jetzt wenig zu tun mit Marktmacht oder so. Es ist nicht so, dass plötzlich da eine Kartellbildung, ein Wein-OPEC oder so entstanden wäre, sondern es hat was mit Basiseffekten zu tun. Da bin ich beim Wein relativ sicher. Und eins muss man dazu sagen, der Gewinn kann nur dann steigen, wenn es auch der Konsument jetzt kauft. Ja. Sonst kann ihm passieren, dass er zwar sehr hohe Preise hat, aber die Nachfrage ist nicht da. Gut. Vielen Dank. Heute waren wir ein bisschen undiszipliniert mit der Zeit, aber es gab viele Fragen und ich hoffe, sie wurden zufriedenstellend beantwortet. Wir sehen uns im Ende Juni wieder, wenn es dann die Sommerprognose zu präsentieren gibt, und einstweilen vielen Dank und einen schönen Tag. Und ein frohes Ostern. Frohe Ostern. Ja. Von mir auch. Danke. Obwohl, das darf man immer wünschen, oder?